Battle Beast. Wood. Fire. Fire burnt wood. Battle Beast. Fire. Water. Water puts out fire. Battle Beast. Water. Wood. Wood beats water. Battle Beast. Battle for the fun of it. Just activate their battle badges. Hallo zur Battle Beast Arena Ausgabe Nummer 2. Ja, es geht auch diesmal nur um meine Battle Beast Sammlung. Hier seht ihr meine letzten 4 waffenlosen Krieger der Battle Beast Series 1. Ja, wie gesagt, Battle Beast, der letzte oder die letzte Arena Ausgabe ist ein gutes halbes Jahr her, ganz grob geschätzt. Liegt aber daran, dass Battle Beast ja nicht von den Wolken fallen, sondern dass man schon etwas länger suchen muss, um ein paar Sachen zu kriegen. Ich möchte ja nicht nur eine Ausgabe machen mit einer Figur. Ja, obwohl, ja, es hat sich jetzt echt viel getan. Es gibt einige tolle Sachen zu zeigen. Und ja, diese Battle Beasts sind auch ein Teil davon. So, ich habe eine ganze Menge Deals gemacht über eBay und über Kleinanzeigen und über das Battle Beast Forum. Ja, da hat sich jetzt einiges angesammelt und das muss ich euch echt zeigen. Fangen wir an mit einer Figur, die ich für insgesamt 12 Euro gekauft habe von der Battle Beast Series 1. Und zwar habe ich den Roman Buffalo, Roaming Buffalo, mir gekauft. Der hat keine Waffe gehabt. Ich habe, wie gesagt, 12 Euro mit Versand bezahlt, weil der in einem wunderbaren Zustand ist und gegenüber meinem Ronin Buffalo ja wenigstens ein Logo hat. Und das hatte meiner nicht mehr. Deswegen ist das ein wunderbares Upgrade, was mich erreicht. So, dann kriegt auch der Neue gleich die Waffe in die Hand, damit wir wissen, der ist gut ausgestattet. Und das ist jetzt der Neue in der Sammlung und ich habe sozusagen einen, der mich jetzt ja, in meine Sammlung verlassen wird, weil ja, ausgedient kann man ja das sagen. Also ich habe ihn ja abgegradet. Ja, also wie gesagt, eine wunderbare Upgrade. Das Einzige, was ich sagen muss, was bei dieser Geschichte noch dran ist, was ich so erzählen kann, ich musste den Verkäufer echt drängen, dass er es losschickt. Der hat nicht losgeschickt. Das hat gedauert. Also ich habe schon gedacht, ich bin Betrüger auf den Leim gegangen. Es kam einfach nicht zu Potte. Er hat immer wieder dann, habe ich noch nicht abgeschickt? Nee, hast du noch nicht. Ich warte drauf. Also es hat echt Wochen gedauert und ich musste wirklich drängen. Also ich habe täglich Mails geschrieben, bis er mir das zugesandt hat. Und dann kam es auch an. Zwar mit einer Warnpost, das hat Ding deswegen noch zusätzlich gedauert, aber ich wusste wirklich, er hat super spät mir zugeschickt, was ich am Poststempel logischerweise sehen konnte, wann es überhaupt abgestempelt wurde. Ja, so kann es gehen. So, wie geht es sonst weiter mit Battle Beast? Ja, da habe ich, also ich wollte gleich das Thema abschließen, ich mache gleich weiter, weil es hat sich echt eine ganze Menge getan und wir fangen an. Ich überlege gerade, ob ich Battle Beast weiter, was genau, ich habe auch noch andere Battle Beasts eben halt erworben, und zwar habe ich mir erworben über das Forum, ich muss mal auf meine Spickliste gucken, damit ich das richtig sage, über das Battle Beast Forum hatte jemand Waffen verkauft und mir fehlte ja eine Waffe. Und zwar die von Blitzwing Bad. Meine war gekürzt, die hat einer irgendwie abgeschnitten. Dadurch ist sie nur halb so lang gewesen, sozusagen. Ja, die Fahnenstange sozusagen. Das war sehr gekürzt. Das sieht zwar noch cool aus, fehlte aber. Plus, ich habe mir eine Figur, aus denen, die er noch verkauft hat, ausgesucht. Die ist da ohne Waffe. Aber sie ist aus Serie 2, und die hatte ich noch nicht, und zwar ist es Cutthroat Cuttlefish. Richtig cooler Tintenfisch, richtig geil. Also Cuttlefish gefällt mir richtig gut, der ist richtig schön detailliert und die Serie 2 hat richtig tolle Figuren, sind nur schwerer zu finden halt, weil sie nicht in Deutschland erschienen sind. Somit muss ich etwas warten, hat leider auch keine Waffe, aber der sieht in einem sehr guten Zustand
aus. Es ist eben halt ein weißer Tintenfisch und das Weiß kann natürlich auch anlaufen und so weiter, aber das ist ein recht guten Zustand und das freut mich sehr. Ja, der hat dann auch meine Sammlung erreicht, plus ein Upgrade für meine Sammlung, das heißt mein Blitzwing Bat wird eine wunderbare Waffe bekommen und ist dann auch in dem Sinne vollständig für die Geschichte. Ja, und in dem Fall muss ich auch sagen, ich war online und wenn ich bei Kleinanzeigen sehe, dass jemand Battlebeast Waffen verkauft, dann greife ich zu. Ja, und so gab es dann, dass ich dann nochmal für 5 Euro und ein Angebot mit Versand habe ich auch nochmal Blitzwing Battles Waffe eben halt erworben. Und ich vergesse, was habe ich eigentlich für den Cuttlefish bezahlt? Und ich habe dort, jetzt habe ich gar nicht so richtig notiert, aber ich habe glaube ich 20 Euro plus auch 8 Euro für die Waffe bezahlt. Ja, und ihr seht, hier liegen noch 2 Waffen. Und zwar gab es noch einen Kleinanzeigen-Deal, wo auch einer 2 Waffen verkauft hat mit Versand 15 Euro. Ich kann Waffen von Battlebeast nicht liegen lassen, auch wenn ich sie habe. Und hier habe ich die Sache vom Horny Toad, von der geilen Kröte. Ja, die kann man immer wieder benutzen. Und von Gorilla, jetzt muss ich gucken nochmal, dass ich den Namen, dass ich das richtig sage. Nee, das habe ich hier dann nicht aufgeschrieben. Doch, Grizzly Bear war das. Von Grizzly Bear, auch die Waffe. Es ist halt eine goldene Waffe, die ist ein bisschen durchsichtig, leicht. Und es gibt halt die silbernen Waffen. Ja, richtig cool. Trotzdem, da kann ich einfach nicht liegen lassen, wenn ich solche Waffen finde. So, wie geht es noch weiter mit der klassischen Battle Beast Sammlung? Weil wie gesagt, Laser Beast kommt auch noch. Ja, ich hatte einen Deal noch über das Battle Beast Forum. Da hat einer eine ganze Menge Waffen verkauft. Der kam aus Griechenland. Waren auch aus Griechenland. Also in dem Sinne, Europa, das läuft alles super. Und aus Griechenland, wie gesagt, der hat Waffen verkauft. Ich habe jetzt für einige Waffen, ich gucke nochmal, 45 Euro bezahlt, inklusive Versand. Vielleicht sogar 42. Er hat mir noch was wieder geschickt, weil er es versandbilliger war. Habe ich jetzt hier in dieser Tüte. Und das Coole dabei ist eben halt, dass das alles nur fehlende Waffen sind. Also ich habe nicht nur blind gekauft, sondern fehlende Waffen. Somit gibt es einerseits für mal 2 Figuren von mir, die ich sozusagen leichte Variationen habe in der Farbe. Und einmal hier von Krusty Krab die Waffe. In Gold. Ich habe sie extra variiert, weil es gibt 2 Versionen. Es gibt meistens war die silberne Waffe vertreten, genauso wie bei Killer Carp. Die ist etwas mehr golden, kann man fast sagen. Aber es ist halt 86er Gold. Also das Goldplastik war noch ein bisschen anders alles. Das war noch so angereicher, so ein bisschen Metallic Look. Wie gesagt, ich habe mir jetzt diese Variationen dann ausgesucht, weil sie auch eben halt Variationen bei mir im Regal sind. Beide sind bei mir waffenlos, sind halt eben halt leichte Farbkorrekturen. Wie gesagt, Krusty Krab und Killer Carp bekommen dann neue Waffen. Und dann habe ich hier drei Waffen noch für meinen fehlenden Battlebeast logischerweise. So, da haben wir, und ihr seht ja, mir von meinen ganzen Figuren hier, Rahazing Rabbit, Bighorn Sheep, Gruesome Gator und jetzt auch der Gorilla. Gargantuan Gorilla, das kann ich mir mal nicht merken. Gargantuan Gorilla, da fehlen mir noch die Waffen. Aber ich habe jetzt hier von Bighorn Sheep die Waffe, das heißt, der bekommt seine coole Waffe. Ich habe die Waffe von Gargantuan Gorilla, auch richtig cool. So, kriegt er jetzt auch in die Hand. Könnt ihr sehen, der hat jetzt auch seine Waffe. Und Gruesome Gator bekommt seine Waffe. Gruesome Gator ist, muss ich zugeben, auch noch die einzige Figur, weil er hat ein bisschen lockere Arme, die ich wahrscheinlich nochmal austauschen werde aus der Reihe. Er ist nicht in einem so perfekten Zustand, wie ich ihn gerne in meiner Sammlung stehen lassen habe. Aber das ist alles noch in Ordnung. Ja, ihr seht, ich habe mehr Waffen, habe ich nicht, denn von Rahazing, war doch richtig, dass ich das richtig wieder ausspreche, Rahazing Rabbit ist die Waffe einfach am schwersten zu finden. Aber wie es der Zufall so war, gab es eine Kleinanzeigen
Deal mit, wo einer, ich habe Transformers, Mask, so Einzelteile zu verkaufen. Und da sah ich auch den Rabbit dazwischen. Mit Waffe, wohlgemerkt. Ja, also habe ich dann, leider war es VB, da musste ich ein Angebot machen. Und ja, was soll ich sagen? Das Angebot war von mir 18 Euro, 15 Euro, weil ich muss dazu sagen, es ist wirklich so, die Waffe von ihm ist die schwerste zu finden. Die wird auch ganz schnell oftmals weggekauft und gehandelt. Also das ist leider so. Ja, aber ich habe Glück gehabt. 18 Euro wollte die Person haben mit Versand, weil die Battle Beasts halt in einem dickeren Umschlag sind. Und dann hat man bei der Post so um die 2,75er Briefmarke muss man nutzen. Da kann man etwas dickeren Umschlag bzw. Kleinkarton sogar benutzen zum Versand. Das ist das Ideale. Und dann kam es an und ihr seht, wunderbar verpackt ist der Rabbit und die Waffe. Ich habe extra geschrieben, das ist auch ein Tipp, den ich noch mal gebe. Sagt Bescheid, lasst sie euch auf ein Stück Karton kleben, damit die A nicht im Briefumschlag den zerreißen kann. Denn dazu komme ich auch später nochmal. Denn die können die mit ihren Spitzen schon die Umschläge zerstören und könnten rausrutschen. Und zusätzlich, es kann nichts verbiegen. Also ihr seht ja, es kann nichts verbiegen. Und es wäre schade, wenn so eine Waffe verbiegt. Denn sie sind immerhin auch bald 40 Jahre alt. Ja, das ist von 86 die Figuren. Da könnt ihr hochrechnen. Das sind über 30 Jahre. Ja, wie dem auch sei. Hier kam jetzt eben halt diese Figuren. Oder diese Figur kam dann. Die ist jetzt nicht im Superzustand und ich wollte auch nicht nur eben halt die Waffe allein kaufen. Das macht sich dann nicht so gut, weil die meisten dann wollen das ja nur zusammen verkaufen und deswegen habe ich einfach gesagt, okay, komm, ich kaufe den Rabbit mit. So, Folie kann man erstmal zur Seite legen, die braucht man nicht mehr. So, der Rabbit ist in einem okay Zustand, der ist noch dreckig, der Putzel ist noch dran, er ist ein bisschen dreckig, aber eigentlich in einem recht guten Zustand. Ne, Robo-Logo ist auch drauf, ne, das könnt ihr sehen. Und ich habe die Waffe, wie gesagt. So, und da, das ist eben halt das Besondere und da finde ich gut, dass die auf mich gehört hat, dass sie die auf diese Sache geklebt hat. Jetzt habe ich natürlich das Problem, dass ich jetzt hier ein zu gutes Tesafilm habe oder Klebeband, aber das geht. Da machen wir ihn runter. Das kann auch weg. So, ist er. Die Waffe ist absolut top. Und den kriegt natürlich meiner, denn meiner ist in einem absoluten Top-Zustand. Und dadurch hat mein Hase seine Waffe bekommen. Und was sagt ihr dazu? Den können wir hier auch erstmal hinstellen. Der kommt zu meinem Aussortierten, weil der kann auch mich dann verlassen, der Hase. Na gut, den kommen wir hier rüber, denn das bleibt ja mal Sammlung. Ja, wollen wir, dass man nicht sehen kann. Ihr seht, alle meine vier fehlenden waffenlosen Krieger sind nun bewaffnet. Damit habe ich Battle Beast Series 1 komplett. Ich meine, ihr habt das noch gesehen in meinem WhatsApp-Video, für was ich mir 2023 vorgenommen habe. Und ihr seht, kaum ist das Jahr angefangen, es war wirklich Anfang des Jahres der Deal, denn der letzte Deal ist es komplett. Es ging wirklich kurz vor Weihnachten oder zum Ende noch hin und dann wow. Also es war, nachdem ich das Video aufgenommen habe, habe ich diesen Deal gefunden und ja, damit ist meine Battle Beast Series 1 komplett. Abgesehen von einem Upgrade, wo ich mich aber jetzt nicht eben halt eilen lasse, es geht immer irgendwie zufällig und das wird sich noch finden. Ja, habe ich jetzt die Serie komplett. Das heißt, ich kann mich jetzt auf Serie 2 und 3 und die Laser Beasts konzentrieren, also bis Serie 4. Serie 2 und 3 wird natürlich etwas schwieriger, weil die sind nicht in Deutschland so vertreten. Das heißt, ich muss über die Foren ein bisschen suchen und ich schaue mal, ob ich welche finde. Ich mache demnächst eine kleine Reise nach England und für einen Tag, aber auch nur vielleicht, ich will einen Toy Store besuchen, mal sehen, ob ich dort Battle Beasts finde. Ja, und dass man auch internationalen Stuff weiterfindet, das kann ich euch jetzt zeigen. Den habe ich aber bei Kleinanzeigen gefunden. Bei Kleinanzeigen und bei eBay. Und zwar, weil wir sind immer noch bei Battle Beast, den klassischen, den Rubbellogo Battle Beast, des, bevor wir zur Series 4 kommen. Ich habe noch ein bisschen anderen Stuff gefunden zu Battle Beast. Und zwar gab es einen eBay-Deal, wo einer zwei Battle Beast Backcards
angeboten hat. Es sind aber beides englische Karten der ersten Serie. Und ja, ihr seht, ich mache so zwei Stück angeboten per Gebot und ich habe dann, was habe ich bezahlt? Ich gucke gerade noch mal genau drauf, dass ich das sage. Ja, genau. Inklusive Versand 8 Euro ist meine Sache ersteigert worden, habe ich gewonnen. Und das war mir jetzt auch wert. Sie sind jetzt nicht super, sind im guten Zustand. Zwei Backcards für 8 Euro und die machen sich gut als Display. Ich will sie natürlich nicht abschneiden oder so, auch wenn sie hier gebogen sind, weil sie sind auch von hinten richtig geil. Ihr könnt es sehen. Einziges Manko dabei ist, dass sie noch zwei Sticker haben. So Preissticker, die werde ich ganz, ganz vorsichtig entfernen, weil ich möchte die nicht bei mir auf die Karten haben. Ich verbinde mit Hambleys nichts, aber es sind Pfund, das sind also britische Karten. Haben mal 1,99 Pfund reduziert gekostet. 2,75 Pfund war wohl Normalpreis. Das kann man mal 3 rechnen, das sind knapp 10 Euro für eine Karte gewesen damals. Und 1,99, das heißt so auf 4-5 Euro runtergesetzt. So, jetzt ist es damals. Also nee, man kann es auf 10 D-Mark sagen, also es sind in dem Sinne 5 Euro. Du hat mal ein ganzes Set gekostet. Ja, um die 10 D-Mark haben die auch bei uns gekostet, glaube ich. Zwei Figuren. Na, wie gesagt, das gab es für 8 Euro vom eBay. Wie gesagt, hier seht ihr, hier steht, stand unten ein paar Fakten und das Logo, aber es ist halt so, man hat sie aufgerissen. Und deswegen bin ich auch ganz froh, meinen Battlebeast Mock zu haben. Und dann habe ich noch eine Battlebeast Lunchbox für 15 Euro bei Kleinanzeigen gefunden. Absolut geil. Absolut geil. Geiles Stück. Eben ein sehr, sehr schönes Motiv. Normalerweise gibt es in diesen Lunchboxen noch eine Thermoskanne, die passend dazu ist. Ist jetzt hier nicht bei. Wie gesagt, die Box hat mich 15 Euro gekostet. Es gibt einen kleinen Haken dabei. Deswegen werde ich nicht wirklich viel auf da drin aufbewahren können, ohne eine Tüte zu verwenden, weil da ist irgendwas mal geschmort. Seht ihr das im Innern? Das ist sehr, sehr schade. Ansonsten ist sie in recht gutem Zustand. Irgendwas Heißes hier drin gewesen. Ist total verbrannt. Von außen aber ist sie top. Ne, ihr seht hier, es ist nur ein bisschen. Es hat sich auch nicht wirklich viel verbogen dadurch. Zum Glück durch die Temperatur. Das Motiv hat hier so einen ganz kleinen Knick, aber es ist egal. Für den Preis war es völlig in Ordnung. Und die macht sich wunderbar in meiner Battlebeast-Sammlung. Ja, mal sehen, was ich da reinpacke. Irgendwas werde ich da schon machen. Und dann, man kann ja das, die Teile noch in eine Plastiktüte packen. Und dann ja, macht sich das einfach besser. Meine doppelten Battlebeasts, ich habe ja schon einige, packe ich jetzt nicht da rein, da ich sie auch auf zum Beispiel die Toyplosion. Die Toyplosion ist am 26.08.2023 und da bin ich dann auch und werde bestimmt meine doppelten Battlebeasts mitnehmen. Also wir sehen uns da. Gut, es geht weiter, denn Battlebeast, da macht sich jetzt wirklich noch einiges. Oder es kommt noch einiges für meine Sammlung, denn es geht jetzt um die Laserbeasts. Ich fange mal an mit einem Deal. Jetzt muss ich die Reihenfolge runter. Das war nicht unbedingt günstig. Ich habe da 62,50 Euro bezahlt. Die ASS Wirb, die Battlebeasts im guten Zustand, gehen bis mit Waffe, wohlgemerkt, gehen um die 30 Euro. Ist immer so, ist so guter Preis. Das ist leider so. Das kann man nicht anders sagen. Und zwar habe ich einmal Fly Sailor und den Tausendfüßler Sur, wenn ich das richtig jetzt alles genau. Ja, dann muss ich, dass ich das richtig. Ich muss manchmal, ich bin bei einigen Sachen irgendwie durcheinander gekommen. Nee, ich habe nicht Fly Sailor. Entschuldigung, Leute. Das, ich habe den Fly Sailor habe ich auch noch. Ich habe den Rhino, da, richtig schön mit Waffe, und den Tausendfüßler. Den Tausendfüßler habe ich als Figur bereits gehabt. Das ist, der ist Wasser und der ist auch Wasser. Beides sind Wasser. Schön eben halt mit Waffe. Das machte besonders und das war auch der Preis dafür. Die haben ja immer individuelle Waffen. Im Gegensatz zu denen, die Kampfschlag, also im Endeffekt Äxte, Speere und Co. haben, haben die Laserwaffen.
So, und die gab es, wie gesagt, für 62. Hab ich da nur verschrieben, dass die Figur. Ja, ich habe nochmal nachgesetzt. Aber wie gesagt, den Rhino und auch den Sur habe ich hier. Und dann gab es einen Deal, da habe ich aber wirklich auch nur. Ja, im Endeffekt habe ich bei eBay da zugeschlagen, das war über Kleinanzeigen. Bei eBay habe ich jetzt noch zwei Figuren gefunden, und zwar den Tiger Burn und Rainbow Samu, ebenfalls mit Waffe. Den Samu habe ich auch schon gehabt. Und zwar haben wir einmal den schönen Papagei, der ist richtig schön. Der ist Holz, kann man ja immer schön durch sein Auge sehen, mit Waffe. Die sollten 40 und 35 Euro kosten bei eBay. Hier haben wir Tiger Burn, auch eine sehr beliebte Figur. Eben halt mit Waffe, sind wie gesagt alle immer individuell, das macht das so ein bisschen aus. Und die sollten 40 und 35 Euro kosten und ich habe sie auf je 30 Euro runtergehandelt, inklusive Versand. Das auch bei eBay, kann man auch machen. Also ihr seht, ich habe eine richtig geile Sammlung jetzt hier. Ja, dann gab es, bevor wir weitergehen mit dem Ganzen, so, das habe ich euch alles schon gezeigt. Genau, und dann gab es noch einen kleinen Deal, das war wirklich für 35 Euro zusammen. Nochmal zwei Battle Beasts, die dann aber waffenlos waren. Ich konnte da nicht widerstehen, weil mir einer fehlte. Dann habe ich auch gleich beide genommen. Einmal habe ich nochmal einen Blue Eagle. Davon habe ich ja mittlerweile schon mehrere. Das ist jetzt mit, das könnte auch Holz sein. Aber es sieht nach Wasser aus, weil es blau ist. Habe ich nur Wasser? Ist irgendwie seltsam. Und ich habe hier einen Fly Sailor. Ne, das ist Holz. Schön braun drin. Also, brauner Holzkleid. Der richtige, so ein richtiger, ja, ein Hai kann man, na, oder ein Karpfen kann man sagen. Richtig cool. Ja, mit den beiden Flossen hinten, finde ich richtig geil. Aber wie gesagt, die sind waffenlos, aber bei dem habe ich noch meinen eigenen mit einer Waffe. Deswegen ist es bei mir nicht so schlimm und wahrscheinlich wird der mich auch verlassen. Aber momentan sammle ich jede Figur da und habe ganz wenige Laserbeasts zum Abgeben. Aber wenn ihr was zum Tauschen habt, sprecht mit mir. Ja, und ihr sucht jetzt ein, zwei von denen, die ich abgebe, dann können wir uns sicherlich vielleicht mal ein. Bei denen, die ich vollständig habe, die behalte ich. Tut mir leid. Na, je dem auch sei. Das waren eben halt die schönen Deals, die ich jetzt so hatte. Und dann gab es noch einen eBay Kleinanzeigen Deal, den ich hatte, und zwar mit zwei Laserbeast Waffen. Und die habe ich beide jetzt, damit ich das auch noch mal richtig euch sagen kann. Ich habe dafür um die 30 Euro bezahlt, weil die Waffen sind halt das teuerste auch mit bei den Laserbeast, und die können die Laserbeast bis zu 100 Euro pro Stück teuer werden manchmal. Auf jeden Fall habe ich zwei wunderbare Waffen bekommen, und das, was man dazu sagen muss, diese Waffen, ja, gehören zum Glück Figuren, die ich habe, das ist das Tolle. So, aber was ich sagen wollte, die haben auch Ecken hier, gerade diese Waffe von Sharp Shark, die hat so auch Flossen an der Seite, und obwohl die auf eine Pappe geklebt waren, beziehungsweise nee, die waren nicht in der Pappe, die waren in dieser Tüte, und ihr seht auch schon, da sind auch Löcher drin, da kann man schlecht sehen in der Kamera, aber die haben sich durch den Umschlag gebohrt mit diesen Sachen und haben den Umschlag, wo es ein gepolsterter Umschlag war, fast zerfetzt. Das ist das Schwierige dabei, deswegen schreibt gerne auch dann, wenn die euch das schicken sollen, bitte extra verpacken oder ein Stück Pappe drum oder so weiter, weil die können diese Briefe zerfetzen. So, deswegen immer auf Nummer sicher gehen. Ja, und wie gesagt, die Waffen füllen meine Figuren. Wie gesagt, hier gleich Fly Sailor bekommt seine coole Waffe. Auch richtig, richtig cool sieht er jetzt aus. Richtig cool, richtig cool. Das finde ich richtig geil. Ja, das ist einmal nur mega. Und er hier, wie gesagt, Sharp Shark, den habe ich bereits in der Sammlung gehabt. Hier ist er mal, meiner. Das heißt Sharp Shark, der scharfe Hai. Und wenn man jetzt so ein Spitzmaulhai oder so weiter, kriegt auch seine Waffe. Das sieht auch mega geil aus. Oh, ist das geil. So, und ihr seht hier meine Laserbeast, ne? Bis auf einer, alle mit Waffen bewaffnet. Das macht sich doch richtig geil. Ja, das freut mich richtig, das zu bekommen. Und ja.
Das ist das, was ich alles an Kleinanzeigen-Deals und Ebay-Deals hatte, aber ich hatte noch einen Deal. Und zwar hatte ich einen Tauschdeal mit dem lieben Lars, ein geschätzter Zuschauer. Also ich grüße dich an dieser Stelle, Lars. Und wir hatten einen kleinen Deal. Ich habe was aus meiner Sammlung abgegeben, auch unter anderem, oder was ich auf Flohmärkten gefunden habe. Dafür hat er mir von Battlebeast, das sind zwei Battlebeast Charger. Das sind zwei Fahrzeuge. Dazu muss ich aber sagen, das sind Replikas. Das sind keine Originale, denn die Originale sind sauteuer. Aber es war günstig und sie sind für mich eine wunderbare Deko, sind auch sehr individuell von vorne, haben ein Logo. Und die für die Battlebeasts ist das eine ganz geile Sache, denn da werden diese Laserbeasts, das sind also für die Laserbeasts gedacht, die haben ein Loch unten immer im Fuß. Das kann man hier so schön draufstecken, dann steht da auch so wunderbar. Und die Waffe hat so einen kleinen Nipsel. Ihr könnt hier sehen, da ist noch ein zweiter Nipsel hinter. Und das kann man eben halt hier oben einklemmen. Na, geht das? Waffen werden natürlich auch nicht mehr ganz so weich, wie ich es gerne hätte. Genau, die werden da oben eingeklemmt. Und ihr könnt sehen, da haben sie sozusagen eine fahrbare Kanone. Macht sich richtig gut. Klar, hier gehört natürlich entsprechend die Figur rauf. Es ist so ein Logo da drauf. Das ist wahrscheinlich produziert worden, damit man für die anderen Figuren das auch hat, weil nicht jede Figur hat so einen Battle Charger. Ja, also wie gesagt, keine Originalen, aber es macht sich wunderbar für mich als Deko. Ich freue mich drüber. Es war ein echt toller Deal. Danke nochmal dafür. Ja, und ihr seht, meine Battlebeast-Sammlung ist gut vorangekommen. Also, Battlebeast Counter an, das war der alte Counter und ihr könnt jetzt sehen, Serie 1 bekommt jetzt oder hatte bei Figuren auch schon 28, Waffen werden auf 28 erhöht, alle 28 Figuren komplett abgeschlossen. Serie 2 kam eine Figur dazu, der Cutthroat Cuttlefish. Somit erhöht sich der Counter auf 3. 24 Figuren gibt es insgesamt. Das heißt, mir fehlen noch 21 Figuren und da ich keine Waffe habe, 24 Waffen. Dann Serie 3 gibt es 24 Figuren. Ich habe noch gar keine Figur und keine Waffe aus der Serie. Also dafür deswegen die 0. Ist halt so. Und Serie 4, die Laserbeast-Serie. Ihr könnt ja sehen. Die habe ich, also 36 Figuren gibt es. Ich habe bereits 11 Figuren davon und 10 Waffen. Ich muss aber dazu sagen, eine Waffe habe ich zu einer Figur, die ich nicht habe. Das heißt, ich habe 9 vollständige Battlebeasts. Und ihr seht, 2, 4, 5, 6 sind hier. 3 habe ich im Regal. Wunderbar. Ja, das war Battlebeast Arena. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich auch auf jeden Fall. Ich bin so glücklich, meine Sammlung so extrem vollständig zu haben. Ja, was soll ich anderes sagen? Eine nächste Ausgabe Battlebeast Arena wird kommen, aber dazu muss ich natürlich etwas ansammeln oder etwas Besonderes haben, was ich in dem Moment dann präsentiere. Ja, ansonsten danke ich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ach ja, und vergesst nicht zu liken, zu abonnieren und zu kommentieren. Ich freue mich über jede Art Kommentare. Sagt mir, was ihr zu meinen Battlebeasts sagt. Und ja, einfach sagt mir eure Gedanken dazu und ja, oder stellt Fragen. Wir sehen uns. Bis dann.